Die Bibel enthält viele Gebete, die dir helfen können, Wunder und Segnungen anzuziehen. Doch viele von ihnen werden von Menschen verborgen gehalten, die nicht möchten, dass du von ihrer Kraft erfährst. Heute möchte ich dir offenbaren, einige der mächtigsten Gebete, die in der Bibel verborgen sind. Es handelt sich um Gebete grenzenlosen Überflusses und Kraft, die du sehr sorgfältig anwenden musst. Ich werde dir dieses Gebet offenbaren, damit du es jeden Tag morgens sagen kannst, wenn du aufstehst, und du wirst sehen, wie es dein Leben radikal verändert. Gewinn gebet. Himmlischer Vater, ich stelle mich in Jesu Namen und durch sein kostbares Blut vor deinen Thron. Vater, es ist ein Privileg und eine Ehre, mich auf diese Weise vor dir präsentieren zu dürfen. Ich nehme es nicht als selbstverständlich hin. Ich weiß, dass es deine Liebe ist, die mich hierher gebracht hat. Du hast mich als dein Kind angenommen, und ich finde meine Heimat zwischen deinen Schultern. Ich stehe mutig vor dir aufgrund deiner Gnade und Barmherzigkeit. Ich habe keine Angst, denn ich kenne dich, Vater, und ich vertraue auf deine Liebe. Vater, ich weiß, dass du mir dein Wort gegeben hast, um mich in das Leben zu bringen, zu dem du mich berufen hast. Ich treffe jetzt meine Entscheidung, vor dir und vor dem ganzen Himmel, ich werde dein Wort ohne Vorbehalte glauben. Du bist kein Mensch, dass du lügen solltest, noch der Sohn des Menschen, dass du zurücknehmen solltest, was du gesagt hast. Du hast es gesagt, und das erledigt die Sache. Vater, ich weiß, dass es mehr gibt, die auf meiner Seite sind, als das, was meine Augen sehen können. Ich weiß, dass das, was ich sehe, nicht die ganze Wahrheit ist. Daher werde ich trotzdem im Glauben voranschreiten, egal was ich sehe, egal welche Umstände sich zeigen. Ich weiß, dass du auf meiner Seite bist, egal was ich gerade durchmache. Du bist mein Tröster und mein unfeilender Versorger. Ich weigere mich, meinem Bankkonto, meiner Kreditwürdigkeit, meinem Gehaltscheck oder irgendetwas anderem in dieser Welt zu vertrauen. Mein Vertrauen gilt Direktor. Dir allein gebührt aller Lob, Ehre und Ruhm. Dein Wort sagt, dass deine Augen über die ganze Erde schauen, um jemanden zu finden, dem du dich stark erweisen kannst. Hier bin ich, Vater. Erweise dich in mir als stark. Ich glaube an dich. Ich weiß, dass du mich wohltuend begünstigen wirst, während ich über deine Verheißungen meditiere und sie im Glauben zu dir spreche. Vater, ich weiß, dass meine Gabe mir den Weg ebnen wird. Egal, was in meinem Leben geschieht, du bist bei mir. Wenn ich zu Unrecht beschuldigt und ungerecht beurteilt werde, kann das deine Salbung nicht aufhalten. Ich gedeihe, wo immer ich bin und in welcher Situation auch immer. Deine Gunst weilt stets bei mir. Selbst diejenigen, die sich gegen mich gestellt haben, gewähren mir am Ende Gunst. Egal in welcher Situation ich mich befinde, werde ich deine Gegenwart erkennen. Alles, was ich in Angriff nehme, gedeiht, weil du bei mir bist. Wenn die Dinge düster aussehen, werde ich einfach weitermachen. Nichts kann mich niederdrücken, denn mein Partner ist der Herr über alles. Deine Gunst ist für mich solch ein Segen. Ich weiß, warum du mich gebeten hast zu bitten. Es liegt an der Salbung der Gunst, die du über mein Leben gelegt hast. Ich bitte und empfange, damit meine Freude vollkommen sein kann. Durch deine Gunst plündere ich das Lager des Feindes. Ich glaube, dass ich bald Wohlstand erleben werde wie nie zuvor. Ich glaube das, weil ich dein Wort glaube. Ich präsentiere es dir jetzt im Namen Jesu. Amen. Geben Sie Amen ein, wenn Sie an Wunder glauben. Sehen Sie sich diese wichtige Nachricht jetzt an.